Jesus, our great commander. Ich mag den Ausdruck. Preis dem Herrn. Und deswegen, es geht immer um ihn. Egal aus welcher Perspektive wir die Bibel betrachten, aus welcher Sichtweise wir die Schrift betrachten, it's all about Jesus. Und deswegen haben wir letzten Sonntag damit begonnen, über den wahren Zweck des Gesetzes zu sprechen. Denn bedauerlicherweise, viele Menschen kennen das gar nicht, den wahren Zweck der 10 Gebote. Sie kennen nicht den wahren Zweck des Gesetzes, und wir haben letztes Mal diese neue Serie angefangen, geht eigentlich unter Tradition oder Wahrheit. Das ist eine Serie, die wir vor einigen Monaten angefangen haben. Tradition oder Wahrheit, wir wollen die Traditionen loswerden und wir wollen die Wahrheit sehen. Amen. Und preis dem Herrn, ist da Wahrheit vorhanden? Gottes Wort ist Wahrheit. Okay? Also wenn wir ins Wort steigen, das Wort anschauen und richtig schneiden. Weißt du, das Wort kann man so richtig, richtig schneiden. Wie ein, ihr seid alle mit mir Schneider. Das Wort muss man nämlich richtig schneiden. Paulus erwähnt das gegenüber dem Timotheus. Wir müssen das Wort richtig schneiden. Wenn wir es nicht richtig schneiden, dann ist es einfach nicht gut genug. That's the deal. So wie wenn du kochst und du kochst nicht gut genug. Ich meine, es ist ein wunderbares Steak, aber es ist zäh wie eine Schuhsohle. Kannst du nicht genießen, kannst du nicht genießen. Und deswegen das Wort richtig austeilen, richtig schneiden, richtig eben interpretieren, richtig auslegen, richtig betrachten. Das ist das A und O für gesunde Lehre. Preis dem Herrn. Und deswegen stellen wir uns diese Frage, was ist der Zweck des Gesetzes? Was ist der Zweck des Gesetzes? Das Gesetz hatte einen Zweck. Und wir haben letztes Mal herausgefunden, dass der Zweck des Gesetzes ist nicht, dass wir es einhalten oder danach leben sollen. Dass wir es nicht einhalten sollen und auch nicht danach leben sollen. Das war nie der Zweck des Gesetzes. Warum würde Gott uns etwas geben? Mach dir einfach, stell jetzt einfach diese 1 und 1 gleich 2 Frage. Warum würde Gott uns etwas geben, wenn er von Anfang an weiß, wir können es nicht einhalten? Wenn er von Anfang an weiß, der Mensch kann es nicht halten, warum würde es uns geben, warum würde er es uns auferlegen, wenn wir es nicht einhalten können und zu sagen, nach dem sollst du dein Leben richten. Ich mach dir einfach diese ganz einfache Milchbüchleinrechnung. Gott sagt, nach dem sollst du dein Leben richten und er weiß von Anfang an, das ist nicht möglich. Hallo? Was für ein komischer Gott. Deswegen gibt es komische Christen. Also etwas komisches Glauben. Das Gesetz, der Grund des Gesetzes ist hinzuweisen. Auf Jesus hinzuweisen. Das ist der Grund für das Gesetz. Das Gesetz will uns zu Christus führen. Preis dem Herrn. Siehst du, das Gesetz wurde nicht gegeben, damit wir danach leben, sondern das Gesetz wurde gegeben, damit wir hingewiesen werden auf unseren Herrn und Erlöser. Gott gab die 10 Gebote nicht, damit wir versuchen, sie zu halten, sondern damit unsere Selbstversuche, Gott zu gefallen, aufhören. Deswegen gab er sie. Denn die 10 Gebote offenbaren, was Gott und was für Gott Sünde ist. Das ist, was die 10 Gebote offenbaren. Du sollst nicht, du sollst nicht, du sollst nicht Ehe brechen. Siehst du, ist in erster Linie eine Offenbarung davon, was für Gott und aus Gottes Sicht und durch Gottes Augen Sünde ist. Deswegen wurden sie gegeben, damit wir ihn verstehen. Damit wir wissen, wie hoch sein Standard ist. Was für ihn Sünde ist. Er sagt, du sollst nicht Ehe brechen. Das bedeutet, das ist für ihn Sünde, Ehebruch. Deswegen gab er das. Deswegen gab er die 10 Gebote. Damit der Mensch Erkenntnis von Sünde bekommt und dadurch an den Punkt kommt und sagt, Gott, zu schwierig für mich. Was ist die Lösung hier? Und der Herr sagt, mein Sohn, Jesus ist die Lösung. Halleluja. Er ist die Lösung. Wow. Preis dem Herrn. Siehst du,
Das Gesetz wurde, und wir werden heute etwas ganz Erstaunliches ansprechen, du wirst das wahrscheinlich so noch nie gehört haben, aber ich möchte zuerst noch vorlegen, bevor wir dann zu dem kommen können, dass wirklich ein Eye-Opener ist. Heute bekommst du einen Augenöffner. Also nicht nur einfach ein paar Tropfen, heute bekommst du zwei Gabeln. Nicht Tröpfchen, sondern Augenöffner, wirklich. Denn das Gesetz, musst du verstehen, ist für das Volk Israel gegeben worden. Und der Grund, nochmals, der Grund war es, sie zum Glauben zu führen. Der Grund des Gesetzes war es, sie zum Glauben zu führen. Deswegen gab Gott dem Volk Israel die 10 Gebote, damit er sie dadurch zum Glauben führen würde. Denn siehst du, im Römer 3, Vers 31 heißt es folgendermaßen: Heben wir nun das Gesetz auf durch den Glauben? Das sei ferne. Vielmehr bestätigen wir das Gesetz. Das ist einer dieser Verse, wo all die Gesetzesverfechter natürlich nehmen und sagen, siehst du, es gibt beides, das Gesetz und Glaube in Christus, und wir müssen beides halten. Nur vergessen sie dabei den wahren Zweck des Gesetzes. Vielmehr bestätigen wir das Gesetz, und zwar aus der korrekten Perspektive, es wurde gegeben, um uns zum Glauben zu führen. So wird das Gesetz bestätigt. Die 10 Gebote werden darin bestätigt, dass sie das Volk Israel eigentlich zum Glauben führen sollten, zum Glauben an den Messias. Und wenn der Messias kommt, dass sie wissen würden, das Gesetz ist zum Ende gekommen. Die Dispensation und die Verwaltung des Gesetzes Mose ist zu Ende. Finished. It is finished. Halleluja. Also, wir heben den Glauben nicht auf, sagt Paulus, das sei ferne, sondern es bestätigt den Zweck des Gesetzes, Menschen zum Glauben zu bringen. Das war immer die Absicht. Menschen zum Glauben an den Messias zu bringen. Das war die Absicht der 10 Gebote. Dass wir hier stehen und sagen, wir können sie nicht halten, Herr. Wir brauchen deinen Sohn. Wir brauchen einen Erlöser. Halleluja. Denn weißt du, die Bibel muss in Verwaltungen betrachtet werden. Wir müssen die Bibel in Zeitaltern und Zeitabschnitten betrachten. Das große Vermischungsproblem entsteht durch die sogenannte Bundestheologie. Die Bundestheologie sagt, Gottes Wort, wir nehmen alles zusammen und das Alte sowie das Neue müssen wir verbinden, damit es aufgeht. Das ist Bundestheologie. Nur Bundestheologie bemerkt dabei nicht und beachtet dabei nicht, dass Gott in Verwaltungen zu uns geredet hat. Gott dealt mit der Menschheit heute anders als mit dem Volk Israel vor 2000 Jahren oder vor 3000 Jahren. Verwaltungen, Haushalterschaften, müssten wir sagen, Dispensationen, preis dem Herrn. Das ist ganz wichtig, dass wir das unterscheiden, dass wir immer die richtige Dispensation im richtigen Zeitalter eben einfügen. Und weil wir zum Glauben an Jesus gekommen sind, macht er einen wunderbaren Vergleich, und ich glaube, die neue Genfer Übersetzung bringt das wirklich so hervorragend heraus. Und zwar gehen wir zum Galater hinein, das dritte Kapitel im Galaterbrief, Vers 24 und 25. Und schau mal an, was er hier für eine Ausdrucksweise braucht. And I like it. Halleluja. Das Gesetz war also unser Aufseher, unser Zuchtmeister oder Aufseher, unter dessen strenge Hand Gott uns gestellt hat. Und Paulus argumentiert hier aus der Perspektive, dass er ja selber Jude ist und dass sein Volk darunter gestellt war. Er redet hier nicht stellvertretend für uns als Heiden, sondern hier redet er von und hat uns meint er uns Juden, das Volk Gottes, darunter gestellt. Bis, hier haben wir es wieder, bis. Das hatten wir schon letztes Mal. Bis Christus kam. Was bedeutet ein bis? Kleine Grammatikkurslektion. Bis bedeutet bis und dann hört das Alte auf. Stimmt's? Wenn du sagst, bis heute Morgen, ist heute Nachmittag nicht mehr heute Morgen. Stimmt's? Bis gestern hatten wir es wunderbar. Ja, dann ist heute nicht gestern.
dann ist das Biss verbissen mit gestern. Bis Montagabend 22 Uhr. Ja, was ist dann Montag 22 Uhr 01? Dann ist nicht mehr Biss. Dann ist das Neue, das Andere, bis Christus kam. Siehst du, das Gesetz gilt nur, bis Jesus kam. Als Jesus kommt, ist das Gesetz aufgehoben worden für jeden Menschen. Denn es war Gottes Plan, uns auf der Grundlage des Glaubens für gerecht zu erklären. Und jetzt, das mag ich, Vers 25. I love it. Und jetzt, wo die Zeit des Glaubens da ist. Freunde, heute ist Zeit des Glaubens. Amen. Zeit des Glaubens. Bis die Zeit des Glaubens da ist, stehen wir nicht mehr unter der Kontrolle jenes Aufsehers. Wer ist jener Aufseher? Das Gesetz. Bis die Zeit des Glaubens. I like it. I like it. Da, da, da. I'm really happy, man. Ich meine, wenn ich mich so ulkig hier und komisch und verhalte, because I like it, I'm happy. Don't worry. Be happy. Really love it. Die Grundlage des Glaubens bedeutet, jetzt ist die Zeit des Glaubens. Ist das nicht wunderschön? I love it. Jetzt ist die Zeit des Glaubens. Jetzt ist keine andere Zeit als Zeit des Glaubens. Jetzt ist nicht mehr Zeit des Gesetzes. Jetzt ist nicht mehr Zeit der 10 Gebote. Jetzt ist time of faith. Zeit des Glaubens. Preis dem Herrn. Großartig. Bis die Zeit des Glaubens da ist. Also ist die Verwaltung des Gesetzes für zu Ende erklärt worden, bis die Zeit des Glaubens durch unseren Messias, durch den Herrn Jesus Christus gekommen ist. Die ganze Absicht des Gesetzes liegt darin, den Einzelnen zum rettenden Glauben zu leiten. Beautiful. Und jetzt möchte ich dir etwas zeigen, das uns so einen Wow-Effekt gibt. Und zwar die Gemeinde, wir, du und ich, wir kamen direkt unter den Glauben ohne das Gesetz. Du und ich, wir kamen direkt, denn vor dem Gesetz gab es uns noch nicht. Und die Gemeinde ist erst entstanden, als Jesus starb, auferstand, am Pfingsten den Heiligen Geist gab. Das ist die Dispensation der Gnade. Erst dann entstand die Gemeinde. Wenn du sagst, ja, aber das war doch die Gemeinde Israel. Ja, das war das Volk Israel. Der Ausdruck ist für das Volk eigentlich. Wenn wir reden von der alttestamentlichen Gemeinde, dann meinen wir das Volk Israel als die Gemeinde Gottes. Aber unter der Zeit des Glaubens werden die Heiden, die Griechen, die Rumänen, die Bulgarier, die Italiener, preis dem Herrn für die Italiener, die Spanier, die Schweizer, die Liechtensteiner, die Luxemburger, die Deutschen, wo auch immer sie herkommen, die Heiden, das ist ein Sammelbegriff für alles andere, was eigentlich nicht jüdisch ist, werden unter diese Zeit des Glaubens mit eingeschlossen. Die Gemeinde kam direkt unter den Glauben. Die Gemeinde kam nie unter das Gesetz. Das Gesetz wurde nie für die Gemeinde gemacht. Das Gesetz wurde nie der Gemeinde gegeben. Hör mir gut zu. Weswegen hören wir heute so viel über die 10 Gebote in christlichen Kirchen und christlichen Kreisen? Warum? Weil es so viel Vermischung gibt. Die 10 Gebote sind nicht für dich und mich gemacht. Die 10 Gebote sind uns nie gegeben worden. Die 10 Gebote sind nie den Heiden gegeben worden, sondern nur den Juden. Die 10 Gebote sind nie der Gemeinde gegeben, weil die Gemeinde kommt direkt unter die Zeit des Glaubens. Und ich werde dir am Schluss zeigen, und nochmals, wenn wir über das Gesetz reden, ich rede nicht über das Straßenverkehrsgesetz der Schweiz, befolge es, halte es, sonst komme ich Probleme wegen dir. Pastor Erich hat gesagt, es gibt kein Gesetz mehr. 180, der 90er-Zone oder 80er-Zone, okay. Schick die Busse hin. Nein, ich rede nicht über, das werde ich noch ansprechen am Schluss. Eine Gesellschaft braucht Gesetze, ein Staat braucht Gesetze. Ich spreche das dann noch am Schluss an. Wir reden über das religiöse Gesetz.
über das Gesetz Mose. Okay, wenn ich Gesetz meine, meine ich Gesetz Mose, das religiöse Gesetz. Die Gemeinde kam nie darunter. Und ich möchte dir einige Bibelstellen jetzt zeigen, quer durch die Bibel, Altes, Neues Testament, und quer durch die Bibel, wo dir das beweist und das eben aufzeigt. Deswegen ist deine Bibel so wichtig. Okay, es gibt nichts, keine Prophetie oder Weissagung ist höher als die Schrift. Du gehst immer zurück in die Schrift. Wenn jemand zu dir kommt und prophetisch veranlagt ist und prophetisch reden würde, der Herr möchte, dass du die Hälfte der Gesetze einhaltest, Schwester. Der Herr spricht gerade jetzt. Dann sagt der Schwester oder dem Bruder, lies zuerst deine Bibel, dann komm wieder, wenn du deine Bibel gelesen hast. Okay. Lass uns beginnen. Kannst du mir den nächsten Vers gehen? Wir gehen jetzt einige Verse durch, einfach weil die Jungs da hinten haben einen Haufen Verse von mir heute bekommen. Deswegen gehen wir einfach jetzt einen nach dem anderen durch. Ich sage dann einfach jeweils das nächste bitte, und weil wir hier doch eine große Portion haben. Also die erste Stelle ist Epheser 2, Vers 12. Paulus sagt hier, früher hattet ihr keinerlei Beziehung zu Christus. Und er sagt das zu den Ephesern. Das sind Oberheiden. Oberheiden, die Epheser. Die lieben die Diana. Aber die wurden gerettet, kam direkt unter die Zeit des Glaubens. Und er sagt, früher hattet ihr keinerlei Beziehung zu Christus, also redet er stellvertretend zu den Ephesern, zu den Heiden. Und damit jetzt sind die Heiden jetzt gemeint. Früher hattet ihr keinerlei Beziehung zu Christus, ihr hattet keinen Zugang zum israelitischen Bürgerrecht und wart ausgeschlossen von den Bündnissen. Alle Heiden waren ausgeschlossen von den Bündnissen. Sie waren ausgeschlossen vom Davidsbund, sie waren ausgeschlossen vom Landesbund, von all den Segnungen dieser Bündnisse. Sie waren ausgeschlossen vom Bund Abrahams, bis Jesus kam. Dann hat sich das geändert, dann wurden sie mit eingeschlossen. Und sie waren ausgeschlossen vom Bund mit Mose. Und der Bund Mose ist das Gesetz dann, das Mose gegeben wurde. Also wir hatten keinen Zugang zu all diesen Bündnissen, außer man würde sagen, okay, ich schmeiße mein Heidentum weg, ich stoße die Diana-Göttin in meinem Wohnzimmer stoße ich um und ich bekehre mich zum Judentum. Man nennt das Proselyten. Sie wurden dann jüdisch. Sie unterjochten sich dann diesen eben auch Gesetzen und sie kamen unter die Gesetze und sie verpflichteten sich all diese Gesetze. Das war der einzige Weg. Also man musste all sein heidnisches Tun verwerfen und sagen, ich will jüdisch werden, helf mir dabei. Okay? Und dann war es der einzige Weg. Und alle, die das nicht machen, die waren ausgeschlossen. Und seine Zusagen galten ihnen und nicht euch. Alle Zusagen von diesen Bündnissen bis Jesus kam. Dann änderte, siehst du, der Bund Abrahams gilt heute noch in Christus. Und darum heißt es in der Bibel, der Bund Abrahams, der Segen Abrahams ist zu den Heiden gekommen, zu uns allen gekommen, durch den Nachkommen. Einzahl, das ist Christus. Okay. Aber all die anderen Bündnisse waren wir alle ausgeschlossen. Wir hatten gar nichts damit zu tun. Du und ich hatten nichts mit dem Gesetz zu tun. Wir waren davon völlig ausgeschlossen. Er sagt, euer Leben in dieser Welt war ein Leben ohne Hoffnung, ein Leben ohne Gott. Genau das war das Problem. Das war dann natürlich auch ausgeschlossen, von einer Gottesbeziehung zu haben, wenn man es so nennen kann. Aber wir sehen, wir waren ausgeschlossen von den Bündnissen. Wir hatten kein Bürgerrecht. Ihr wart ausgeschlossen. Du und ich sind Ausgeschlossene. Deswegen sind wir eingepfropft worden. Okay. In den Segen Abrahams. Der Ölbaum ist übrigens nicht Israel. Du bist kein Israelit geworden. Der Ölbaum ist der Segen Abrahams. Okay, das ist ganz wichtig. Das ist nicht Israel, wir sind nicht Israel geworden, wir sind nicht jüdisch geworden. Der Ölbaum ist ein Bild für den Segen, the blessing of Abraham, Halleluja, welcher durch Christus gekommen ist. Anyway, nächster Vers. Römer 2, Vers 14. Wenn nun Menschen, die nicht zum jüdischen Volk gehören und mit dem Gesetz Gottes daher nicht in Berührung gekommen sind, von sich aus so handeln, wie es das Gesetz fordert, dann ist das Gesetz, auch wenn sie es nicht kennen, offensichtlich ein Teil von ihnen selbst.
Was spricht er hier an? Paulus spricht die Menschen an, die das Evangelium nie gehört haben. Bis zum heutigen Tag. Gibt es irgendwo in irgendeinem Busch, in irgendeinem Dschungel, gibt es irgendwo einen Stamm, der das Evangelium noch nicht gehört hat? Und dann, das ist immer die klassische Frage. Das ist eine der vielen Fragen, die mir gestellt werden. Was passiert mit den Leuten, die das Evangelium nie gehört haben? Wie wendet Gott das dann da an? Können die gerettet werden? Ja, die können gerettet werden, weil da ist ihr Gewissen entscheidend. Ist ihr Gewissen entscheidend. Und wenn ihr Gewissen sagt, ja, aber es ist nicht richtig, die Ehe zu brechen, preis dem Herrn, dann wird das ihnen angerechnet. Verstehst du? Dann wird das ihnen angerechnet. Und deswegen redet er hier von Menschen, die eigentlich das Evangelium noch nie gehört haben. Aber was so für uns ganz, ganz wichtig ist, ist, aus diesem Vers könnten wir sehr vieles jetzt herausziehen, aber ich möchte, dass du hier den Blick auf das legst. Wenn nun Menschen, die nicht zum jüdischen Volk gehören und mit dem Gesetz Gottes daher nicht in Berührung gekommen sind, siehst du, wir hatten damit nichts zu tun. Als Heiden hatten wir damit nichts zu tun. Nichts zu tun. Auch wenn sie es nicht kennen. Der Gemeinde und den Heiden wurde es nie gegeben. Sie hatten damit nichts zu tun. Der nächste Vers ist im Römer 3. Römer 3 und Vers 19. So sagt es das Gesetz. Und wir wissen, alles, was das Gesetz sagt, richtet sich an die, denen es gegeben wurde. Den Juden. Nicht der Gemeinde. Damit wird jeder Mund zum Schweigen gebracht. Die ganze Welt ist vor Gott als schuldig erwiesen. Deswegen, das Gesetz war nie ein Weg der Erlösung für die Juden. Das Gesetz war nie, das muss man absolut klar festhalten, das Gesetz wurde nie gegeben, damit die Juden darin Erlösung finden. Das Gesetz wurde gegeben, damit sie zum Glauben an Christus geführt wurden. Also, so sagt es das Gesetz. Alles, was das Gesetz sagt, richtet sich an die, denen es gegeben wurde, nicht uns. Denn uns wurde es nicht gegeben. Ist das nicht interessant? Uns wurde es nicht gegeben. Der nächste Vers. 5. Mose 4, Vers 8. Wo ist ein so großes Volk, das so gerechte Satzungen und Rechtsbestimmungen hätte, wie dieses ganze Gesetz, das ich euch heute vorlege? Redet er hier über das Gesetz? Definitiv. Er erwähnt es als Satzungen, Rechtsbestimmungen. Und hast du gemerkt, was er am Anfang sagt? Wo ist so ein großes Volk, das dieses ganze Gesetz hat? Wen meint er damit? Volk Israel. Wo gibt es noch so ein Volk, wo das hat? Nirgends. Nirgends. Deswegen sagt er, wo ist so ein großes Volk? Er redet sein eigenes Volk an. Und er sagt, da ist es, dieses Volk. Das Volk des Bundes. Israel. Nächster Vers. Psalm 147, Vers 19 bis 20. Er verkündet Jakob sein Wort, Israel seine Satzungen und Rechtsbestimmungen. So hat er an keinem Heidenvolk gehandelt. Und die Rechtsbestimmungen kennen sie nicht. Come on, give me Bible, give me Bibel. Und dann gibst du mir die Wahrheit. Kannst du das sehen? An keinem anderen Volk unter den Heiden hat er so gehandelt, die haben keine Ahnung. Warum kennen heute Christen das Gesetz Mose besser oder die 10 Gebote besser als die 9 Geistesgaben, die Paulus, die der Gemeinde gegeben sind? Siehst du? Die meisten Leute können vielleicht die Hälfte der Gesetze auswendig. Sollst nicht ehebrechen, sollst nicht töten, sollst nicht stehlen, sollst den Sabbat halten, etc. Vater und Mutter ehren. Das ist etwa die Hälfte. Aber wenn man fragt, was sind die 9 Geistesgaben? 9 was? 9 was? Ja, die Geistesgaben. 1. Korinther 12. Gibt es das? Die Geistesgaben sind für die Gemeinde gegeben. Wort der Erkenntnis, Wort der Weisheit, Unterscheidung der Geister, Gaben der Heilungen, Wunderwirkungen, preis dem Herrn, besondere Gabe des Glaubens, Gabe der Weissagung, Gabe der Zungenrede und Zungenrede mit Auslegung. Das sind die 9 Geistesgaben. Das sollten wir kennen. Weswegen? Weil das uns gegeben wurde. Die 9 Geistesgaben wurden nie Israel gegeben.
Die wurden der Gemeinde gegeben. So hat er keinen Heidenvolk, an keinem Heidenvolk gehandelt. Und diese Bestimmungen kennen sie nicht. Ist es nicht etwas gespässig? Dass man eigentlich, dass wir diese Bestimmungen gar nicht kennen und trotzdem sind sie solch ein großes Thema. Sind sie solch ein großes Thema. Der letzte Vers, Maleachi 3 und Vers 22. Gedenkt an das Gesetz Moses, meines Knechten, das ich ihm auf dem Horeb für ganz Israel plus nichts und niemanden befohlen habe. An die Satzungen und Rechte. Gedenkt an das Gesetz. Gedenkt, sie sollen es halten, sie sollen das Gesetz an das gedenken. Weswegen? Weil es für Israel gegeben wurde. Er sagt hier nicht, das Maleachi 3 hier richtet sich offensichtlich ganz direkt, befiehlt er es Israel an und nicht an uns. An die Satzungen und Rechte. Also wir können abschließend hier sagen, das war dieses Paket an Bibelstellen, die wir einfach jetzt mal durchgeschaut haben, können wir hier abschließend jetzt festhalten, dass das Gesetz Mose ist nie der Gemeinde, ist nie den Gläubigen in der Gemeinde oder den Heiden gegeben worden. Das Gesetz ist nicht für den Gläubigen gemacht. Tada! Interesting, ja? Ja, du fragst aber, gib mir ein Gesetz, nur eins hast du noch, ein Gesetz musst du noch haben, irgendetwas gibt's noch. Es ist interessant, wie das Fleisch Gesetz haben will, weil Gnade spricht dein Herz an, Gesetze dein Verstand. Okay, gib mir, sag mir, was ich zu tun habe. Okay, da, hier sind die Regeln, das ist für den Verstand. Sag mir, was ich zu tun habe. Gib mir eine Checkliste. Das ist für den Verstand. Ja, das hilft auch dem Verstand. Aber Gnade redet zu deinem Herzen. Amen. Gnade redet zu. Solange wir im Verstand sind, sind wir fleischlich. Wenn wir im Herzen aufs Herz hören, sind wir geistlich. Wenn wir aufs Herz hören, folgen wir dem Geist nach. Wenn wir aufs Herz hören, leben wir in der Frucht des Geistes. Wenn wir auf den Kopf hören, auf den Verstand hören, leben wir in der Frucht oder in den Werken, besser gesagt, des Fleisches. Deswegen, Grace is for your heart. Halleluja. Gnade ist für dein Herz. Okay, ich habe ein Gesetz für dein Herz. Amen. Ich habe ein Gesetz. Ein Gesetz habe ich für dein Herz. Christus. Amen. Christus. Schau es dir an. Galater 6, Vers 1 bis 2. Brüder, wenn auch ein Mensch von einer Übertretung übereilt wurde, so helft ihr, die ihr geistlich seid, einem solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht und gib dabei Acht auf dich selbst, dass du nicht auch versucht wirst. Sollen wir unseren Geschwistern helfen? Ja, Halleluja. Sollen wir aus ihnen aus Liebe dienen? Ja. Sollen wir ihnen aus dem Gesetz dienen? Wir sollen aus Christus dienen. Einer trage des anderen Lasten. Und so sollt ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Unser Gesetz heißt Christus. Amen. So sollt ihr das Gesetz des Christus. Siehst du, das ist für die Gemeinde gegeben. Das Gesetz des Christus. Weißt du, was Jesus sagte? Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Das kommt eben zuerst. Wie ich euch. Einander die Lasten tragen, kommt aus der Beziehung zu Christus. Und es ist nicht ein Müssen, sondern es kommt aus Christus heraus. Preis dem Herrn. Also lass uns das ein für alle Mal und direkt erkennen und angesprochen haben. Das Gesetz ist nicht uns gegeben, das Gesetz Mose. Uns wurde Christus gegeben. Amen. Uns wurde Christus gegeben. Preis dem Herrn. Und der Heilige Geist in uns,
Denn es heißt, die Liebe Gottes ist ausgegossen durch den Heiligen Geist, der in uns ist. Der Heilige Geist in uns nimmt diesen Platz ein des Gesetzes. Denn früher hatten sie den Heiligen Geist nicht in sich, sie mussten auf die Gebote und Bestimmungen und Rechtsbestimmungen und Satzungen hören, auf diese achten, weil sie den Heiligen Geist nicht in sich hatten. Aber unter der Zeit des Glaubens hast du und ich den Heiligen Geist in uns. Er hat diesen Platz eingenommen, welches das Gesetz unter der Verwaltung von Mose für die Menschen hatte. Deswegen können wir in den Hebräerbrief hineinsteigen und sehen im Hebräer 10, Vers 15 bis 16, das bezeugt uns aber auch der Heilige Geist. Siehst du, der Heilige Geist gibt uns ein Zeugnis. Er gibt uns ein Zeugnis, er bezeugt. Denn nachdem zuvor gesagt worden ist, das ist der Bund, den ich mit ihnen schließen will nach diesen Tagen, spricht der Herr, ich will meine Gesetze in ihre Herzen geben und sie in ihre Sinne schreiben. Und das sind nicht die 10 Gebote. Das sind nicht die 10 Gebote. Was ist in dein Herz hineingegeben worden? Nicht die 10 Gebote. In dich hineingegeben wurde der wunderbare Holy Spirit. Der wunderbare Heilige Geist. Halleluja. Weil unter dem alten Bund waren es die 10 Gebote plus die all die anderen Gesetze. Unter dem neuen Bund, unter diesem Bund, ist es God in us, Gott in uns. Preis dem Herrn. Das wurde der Gemeinde gegeben. Der Gemeinde wurde gegeben, Gott in dir. Gott in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Amen. Das ist das Wunderbare. Und das ist das Großartige, was wir hier heraus erkennen können. Wenn wir über den Zweck, die Absicht des Gesetzes reden und entdecken, dass es nie für die Gemeinde gemacht wurde. Das Gesetz können wir abschließend eigentlich im Folgenden zusammenfassen. Das Gesetz wurde gegeben, um das Verhalten der Alttestament-Heiligen zu regeln. Und nicht das Verhalten der Gemeinde. Es wurde gegeben, um das Verhalten des Volkes Israel zu regeln. Verstehst du? Die sind da in einer Wüste 40 Jahre. Um ihr Verhalten zu regeln. Ja, das Gesetz beinhaltet Verhaltensregeln, aber eben für ein geistlich totes Volk. Die Gemeinde ist geistlich lebendig. Amen. Sie ist geistlich lebendig und deswegen wurde das Gesetz nie der Gemeinde gegeben, sondern immer geistlich toten Menschen. Was bedeutet geistlich tot zu sein? Keine Wiedergeburt zu kennen. Keine Wiedergeburt, kein Heiliger Geist in sich zu haben. Das ist, was wir damit meinen. Und hier macht Paulus eben diese ganz, ganz wichtige Aussage. Und zwar im 1. Timotheus, Kapitel 1, Vers 8 bis 9, sagt er, wir wissen aber, dass das Gesetz gut ist. Das Gesetz ist, sagt Paulus an einer anderen Stelle im Römerbrief, im Kapitel 7, ist gut, heilig und gerecht, weil es Gottes Standard offenbart. Und deswegen sagt er, wir wissen aber, dass das Gesetz gut ist, aber es kann dich nicht besser machen. Es kann dich nicht heiliger machen. Und es kann dich nicht gerecht machen. Das war dem Gesetz unmöglich. Das war der Makel des Gesetzes. Deswegen redet er an einer anderen Stelle, das ist der Tadel des Gesetzes. Es konnte den Menschen nicht zu dem machen, was er sein sollte, von Neuem gezeugt, vom Neuen gemacht, wiedergeboren. Das kann nur Gottes Geist, der direkt zu uns kommt durch die Zeit des Glaubens und in uns bleibt. Preis dem Herrn. Deswegen ist es ganz, ganz auch wichtig, dass du siehst, dass wenn Menschen über das Gesetz reden und über die 10 Gebote reden, dann meinen sie oftmals, oder wenn das gepredigt wird, dann predigen sie das oftmals im Zusammenhang mit, das ist der Weg zu deiner Heiligung.
versuche wenigstens die Gebote zu halten, auch wenn du nicht alle schaffst, aber es fördert deine Heiligung. Es fördert deinen Lebensstil und es fördert einen heiligen Leben, auch wenn du nicht alles schaffst. Nur das Problem ist, dass Paulus sagt, wer eins bricht, hat alle gebrochen. Also wenn du eins brichst, dann brichst du alle. Du kannst 9 halten, aber beim 10. hast du Mühe. Einfach mit diesem neuen Porsche in der Garage deines Nachbarn hast du Mühe. Denn es heißt, du sollst nicht begehren. Und jedes Mal, wenn du an seiner Garage vorbeigehst, siehst du diesen neuen 911er Carrera RS, KS, XS, Triple X. Porsche Carrera mit Spoilern und verbreitert, Inferno-rote Farbe. Jedes Mal denkst du so, der hat es gar nicht verdient. Weil der hatte schon x Frauengeschichten. Seine Kinder sind frech. Meine kann ich nicht zu seinen lassen. Und irgendwie hat er wahrscheinlich irgendwie Konten auf allen möglichen Inseln auf der Welt. Sonst könnte er sich so ein Auto nicht leisten. Ist ein arroganter Typ. Ich kann ihn nicht ausstehen. Weswegen? Ich halte alle Gebote. Weswegen habe ich keinen? Das kann ja auch ein normaler Porsche sein. Fangen wir klein an. Weswegen der? Der hat seine Frau schon mit 3 Sekretärinnen betrogen. Das ganze Dorf weiß es. Das ist nicht okay. Das ist nicht richtig. Hör mir gut zu. In jedem Bereich, wo du noch Mühe hast, ist Platz und Raum für Wachstum. Amen. Jeder Bereich. Amen. Gott hält nämlich den Finger auf die Bereiche, wo du Mühe hast. Denn er möchte, dass du darin wächst. Amen. Jeder Bereich, wo du Mühe hast, jeder Bereich im Glauben, wo du noch Mühe hast. Hör auf zu sagen, das stimmt für mich nicht. Oh, Amen. In dem Moment, wo du sagst, stimmt für mich nicht, oder stimmt, das stimmt für mich, dann könntest du eine wahnsinnig großartige Möglichkeit in deinem Fleisch verhindern, wo Gott in deinem Leben wirken möchte. Amen. Come on. In jedem, every single area, jeder Bereich, wo du merkst, du hast noch Mühe, hat Gott seinen Finger darauf und er möchte, dass du daran wachst. Dass du wächst in diesem Bereich. Okay? Weil der easy way out, der einfache Weg raus ist, das stimmt für mich nicht. Das ist so der Klassiker in der 2017er Generation. Okay? Es muss immer für jeden alles stimmen. Oh, come on. Man, stell dir unsere Kinder vor, in 20 Jahren, wenn immer alles stimmen muss. Dann sind sie nämlich in 20 Jahren nur noch auf Facebook. Nur noch auf Twitter. Und leben nur noch ein Second Life. Okay? In der virtuellen Welt. Nichts gegen Facebook, aber wir sind zu viel dran. Und es ist ein Riesenproblem unter unserer jungen Generation. Riesiges Problem. Okay? Riesiges Problem. Deswegen ist es okay, wenn du Hausregeln hast. Yay! Es ist okay, wenn du Hausregeln hast. Wenn deine Kinder noch klein sind, Hausregeln zu haben, ist gut. Weil sie haben auch Regeln an diesem Job, den sie 10 Jahre später machen müssen. Okay? Das ist hier, was er sagt. Das Gesetz ist gut, wenn man gesetzmäßig es anwendet und berücksichtigt, dass einem Gerechten, das sind Wiedergeborene, das sind Gläubige, kein Gesetz auferlegt ist. Wiedergeborenen, Gerechten, du und ich sind durch Christus gerecht gemacht, stimmt's? Gerechten ist kein Gesetz gegeben worden. Sondern, für wen ist das Gesetz? Für Gesetzlose, Widerspenstige, Gottlose, Sünder, Unheilige, nicht Gemeinden, Gemeinen, nicht Gemeinden,
gemeinen, sollen die Vater und Mutter misshandeln, Menschen töten. Das Gesetz ist auch für eine Gesellschaft, für einen Staat relevant, weil in einem Land, in einem Staat, in einer Gesellschaft sind nicht alle wiedergeboren. Okay? Und deswegen braucht es das Gesetz. In einem Rechtsstaat braucht es Gesetz. Okay? Dort braucht es. Weil hier siehst du, für wen ist das Gesetz gegeben? Für Gesetzlose, für Gottlose, für Menschen, die Gott nicht kennen, für Menschen, die den Heiligen Geist nicht kennen, für Menschen, die Jesus nicht kennen, für Menschen, die Christus nicht als ihr Gesetz kennen. Für die Menschen ist es gegeben. Deswegen ist es richtig, dass auch ein Staat Gesetze hat und wir als Gesellschaft uns an diese Gesetze halten. Da findet es seinen Zweck. Verstehst du? Da findet es seinen Zweck. Deswegen ist es okay, wenn du Hausregeln zu Hause hast. Weil die Kinder auch lernen müssen, in einer Gesellschaft zu leben, wo nicht alle von neuem geboren sind. Okay? Das lernen sie früh genug. Du weißt das, wie das ist. Und so ist das, wie er es sagt, richtig angewendet. So ist das Gesetz gesetzmäßig korrekt angewendet für eine Gesellschaft, die Gott nicht kennt. Und dann hat es seinen Platz. Aber Pastor Mann, für uns Gerechte, unser Gesetz heißt Christus. Amen. Christ, Jesus. Es weist uns einmal mehr auf Jesus hin. Also, don't worry. In den Bereichen, wo du Mühe hast, schau es anders an. Schau es nicht negativ an. Schau es positiv an. Gott möchte dich weiterbringen. Gott möchte dich charakterlich weiterbringen. Gott möchte dich seelisch weiterbringen. Gott möchte dich in den Bereichen, wo du Mühe hast, weiterbringen. Und unser richtiger Ansatz ist dann eben, Gott, ich habe riesig Mühe mit diesem Thema, aber da ist in dem Fall, redest du zu mir, dass da Raum für Wachstum ist. Amen. Raum für Wachstum. Raum für Wachstum. Lass mich dir ein Beispiel geben. Sprachengebet. Immer wieder kommen Leute jetzt auf mich zu, vor allem, wenn sie das erste Mal im Gottesdienst sind und dann gibt es so eine richtige Zungenredenpredigt. Kommen sie auf mich zu und sagen, aber das sehe ich anders. Also das sehe ich nicht so, dass jeder wird nicht erfüllt. Nicht jeder wird erfüllt mit dem Heiligen Geist. Nicht jeder wird erfüllt mit dem Heiligen Geist. Also das glaube ich einfach nicht. Mit dem Thema Zungenreden, Zungengebet habe ich Mühe. Yes! Du sagst gerade, dass du Platz für Wachstum hast. Hör auf zu sagen, du hast Mühe damit. Du hast Raum für Wachstum. Nicht für Raum für mehr Mühe. Siehst du, deswegen sind Leute im Glauben 30 Jahre lang und werden nie erfüllt mit dem Heiligen Geist, weil es ihnen Mühe macht. Es macht ihnen Mühe. Deswegen werden sie nie getauft im Heiligen Geist. Deswegen reden sie nie in Sprachen, weil es ihnen Mühe macht. Weil sie diese Ansicht finden sie mühsam und etwas übertrieben. Und brauchen wir das wirklich? Und da, 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 da. Hey, hör auf, das so anzuschauen. Nimm es positiv. Nimm es positiv. In dem Moment, wo du aufhörst, dir zu sagen, das macht mir Mühe, und das ersetzt mit Gott, was willst du mir sagen? Was willst du mir zeigen? In den Punkten, die mir Mühe machen. Dann hast du den richtigen Approach. Und dann kannst du wachsen. Anstatt zu sagen, das stimmt für mich nicht, sage, Herr, was willst du mir damit sagen? Nun, unsere Seele und unser Fleisch mag das nicht, weil das ist das Fleisch kreuzigen. Das ist das Fleisch unter Kontrolle zu halten. Wie gesagt, der einfachere Weg ist, stimmt für mich nicht. Das ist der einfache, it's the easy way out. Nein, dreh es um. Herr, was willst du mir sagen? Herr, was willst du mir sagen? Amen. Amen. Ist es nicht wunderbar? Jeden Bereich kannst du das downbreaken. Wieso wird hier so viel über Finanzen geredet? Ich habe Mühe damit. Herr, was willst du mir sagen? Vielleicht sollte ich mal zuhören bei den Opferbotschaften. Come on. Als Schweizer weiß ich genau, wo unsere heilige Kuh liegt. Das ist die heilige Kuh. Das ist die heilige Kuh. Geld, Finanzen. Okay? Das ist unsere heilige Kuh. Stimmt's? Das ist unsere allerheilige Kuh. Manche haben einen ganzen Stall zu Hause.
Aber das ist sie doch. Das ist sie doch. Aber das Thema macht mir Mühe. Das heißt, dass du immer noch gebunden bist. Denn wenn du eine Opferbotschaft genießen kannst und darauf hören kannst, was der Herr mir sagen will, bist du frei geworden. Amen. Wir Pastoren sind nicht hier, um das zu reden, was die Leute hören wollen. Sondern wir möchten, dass du weiterkommst. Dass du in deinem Glauben weiterkommst. Amen. Wir möchten, dass du die heilige Kühe entdeckst und schlachtest und weiterkommst in deinem Leben. Glaub mir, in dem Moment, wo Finanzen und Geld kein Problem mehr für dich ist, in der Gemeinde und im Gottesdienst, bist du frei vom Thema. Amen. Bist du frei vom Thema. Leute um dich herum und der Teufel sagt, die sind geldgierig. Das, was der Teufel und Leute um dich herum sagen, die sind geldgierig. Deswegen reden sie so viel über Geld. Ich bin nicht seit gestern dabei. Und der Herr ist mein Zeuge, das mache ich nicht aus Selbstsucht. Denn der Grund darin liegt, Glaube kommt durchs Hören. Und ihr braucht definitiv alle Glauben für Finanzen. Amen. Denn wenn du nicht an seine Gunst glaubst, wie können wir Gunst empfangen? Wenn wir nie von Erkenntnis hört dort auf, und lass mich so formulieren, Glaube hört an dem Punkt auf, wo die Erkenntnis aufhört. Wenn deine Erkenntnis nicht weitergeht, kann dein Glaube nicht weitergehen. Denn Glaube kannst du dir niemals anhäufen. Also, wenn du sagst, aber ich bin schon seit 20 Jahren Christ. Ja, die 20 Jahre sind nicht aufgestapelt worden. Nirgends. Vergiss die 20 Jahre. Glaube kommt durch Hören. Und Hören ist gerade jetzt. Faith cometh by hearing. Du kannst nie aufgrund vom Gehörten leben. Sondern du lebst und du bekommst eine Inspiration, du bekommst einen Boost, du bekommst einen Mut. Bekommst du immer, du bekommst Faith, Glaube bekommst du immer gerade jetzt. Kenneth Hagin hat es immer gesagt, Glaube ist jetzt. Glaube ist nicht in der Vergangenheit, Glaube ist in dem Sinn nicht in der Zukunft, obwohl wir für Zukünftiges glauben können, aber Faith is now. Glaube kommt gerade jetzt. Gerade jetzt, nicht von dem, was du letzte Woche gehört hast. Leute sagen aber doch, ich merke doch, ich werde stabiler, das ist eine Frucht des Glaubens. Und in dem Moment, wo du aufhörst, weiterzuhören, geht die Linie wieder auf die andere Seite runter. Das ist der Trugschluss. Leute sagen, aber ich bin stabiler geworden. Das preist dem Herrn. Das ist ja das Tolle dabei. Du bist stabiler geworden, du bist reifer geworden, more settled sozusagen. Dein Leben ist in den rechten Bahnen. Und jetzt stell dir vor, würdest du aufhören, von einem Tag auf dem anderen zu hören. Dann lass uns in 6 Monaten nochmals miteinander reden. Wo ist dann die Stabilität? Wo ist dann die Reifheit? Wo ist dann das Überwinden? Glaube kommt immer gerade jetzt. Du bist so stabil, weil du gerade jetzt hörst. Und dass ein Resultat eine Frucht ist, dann im Alltag. Das ist wie mit Brot essen. Wann hast du das letzte Mal Brot gegessen? Vor 20 Jahren? Wirklich? Wann hast du das letzte Mal Brot gegessen? Die meisten heute Morgen. Und wann hast du dein letztes Müsli gegessen? Vor 30 Jahren. Wäre Zeit, wieder mal Müsli zu essen. Müsli ist gesund. Und so ist es mit Gottes Wort. Gottes Wort. Jesus sagte, dein Wort ist meine Speise. Jeden Tag, so oft du das Wort hörst, wird es Speise für dich. Halleluja. Kannst das Hören von Gottes Wort immer vergleichen mit natürlichem Essen. Deswegen essen wir mindestens einmal im Tag. Zweimal. Je nachdem dreimal. Okay? Wir essen, preis dem Herrn, damit wir leben. Gottes Wort gibt dir Leben. Preis dem Herrn. Also der Herr redet zu dir. Frag ihn, Herr, was willst du mir sagen? Preis dem Herrn. Show me, Lord. Das wichtigste Gebet für dich selber ist, Lord, give me a hearing heart. Für dich selber. Den Rest bete für die anderen. Du musst gar nicht mehr für dich selber beten.
Für dich dann, siehst du, du würdest dein ganzes Leben super cool durchkommen mit diesem einzigen Gebet. Herr, gib mir ein hörendes Herz. Boom. That's it. Hör auf, für das zu beten, für dies und jenes. Und gib mir a hearing heart. Gib mir ein hörendes Herz. Nun verstehe mich nicht falsch. Gott mag es, wenn du ihn bittest, weil es ein Ausdruck des Glaubens. Und es ist okay, den Herrn zu bitten. Aber das erste, wichtigste Gebet ist, gib mir ein hörendes Herz. Denn der Herr redet zu dir. Amen. Und damit wir ihn hören können, lass uns unser Herz auftun. Das ist der einzige Punkt, das ihm die Bibel anspricht, was passieren kann mit deinem Herzen. Dein Herz ist dein Geist, dein menschlicher Geist. Heart is spirit. Herz ist menschlicher Geist. Wenn wir vom Geist des Menschen reden, reden wir von deinem Herz. Herz ist nicht irgendetwas, das dazwischen hängt, zwischen Geist und Seele, noch etwas Viertes. Der Mensch ist dreidimensional, Spirit, Soul und Body. Dein Herz ist dein Geist. Das Einzige, was mit deinem Herzen passieren kann, weil du hast kein böses Herz, du hast kein sündhaftes Herz, du hast kein hartes Herz. Der Heilige Geist lebt nicht in einem sündigen Herz, er lebt nicht in einem harten Herz und er lebt nicht in einem bösen Herz. Der Heilige Geist lebt in einem neuen Herz. Amen. That's the deal. Okay? Das Einzige, was du tun kannst, ist, was Paulus sagt im 2. Korinther, macht's weit in euren Herzen. Das Einzige, was passieren kann, ist, dass du es eng machst. Eng, 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 eng. Ah, das kann ich nicht mehr hören. Ah, schon wieder dieses Thema. Eng, 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 eng. Und damit es wieder aufgeht, das Herz, wenn es eng wird und du merkst, es wird eng, okay? Herr, gib mir ein hörendes Herz. That's it. Es wird eng, 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 eng. Ah, die Erfahrungen, die Enttäuschungen, das ist passiert. Hier haben sich meine Wünsche nicht erfüllt. Ah, dann diese Gemeindeleiter. Ah. Ich kann das nur sagen, weil wir so eine gute Beziehung miteinander haben. Er kommt dann in der nächsten Sitzung mit dem Besen. Nein, es ist nur ein doofes Beispiel. Okay, also es wird enger, 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 enger. Herr, gib mir ein hörendes Herz. Give me a hearing heart. Halleluja. Come on. Die Dinge sind einfach. Lass sie uns nicht kompliziert machen. Das ist einer der Gründe, warum Menschen nicht weiterkommen, weil sie es kompliziert machen. Weil sie bei allen möglichen anderen Leuten Rat suchen. Und durch alle möglichen Sitzungen gehen. No, it's easy. Das ist die Einfachheit in Christus. Amen. It's easy. It's easy. Und hier sehen wir, weswegen das Gesetz gegeben wurde. Das Gesetz, die Gesellschaft, die Welt, der Staat braucht Gesetze. Wir alle bewegen uns darin. Aber das mosaische Gesetz ist dir und mir nie gegeben. Also lass uns auf Christus hin fokussieren. Preis dem Herrn. Wenn du weißt, dass es dem Volk Israel gegeben wurde, mit dem Zweck, sie zum Glauben zu führen, ist das völlig klar. Ist das völlig klar. Amen. Ich sage, ich mag diese Serie. Ich dachte anfänglich, das wird trocken. Das wird theologisch. So, die Leute schlafen ein. So. Amen. Amen. Sehr gut, Pastor. So dachte ich mir, gut, kommt Krümelmonster, etwas. Aufheiterung. Aber seit heute Morgen weiß ich, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Weil, siehst du, wir sind nicht so sehr von dem betroffen. Wir haben Gnade, wir haben schon seit einigen Jahren haben wir Gnade. Ihr, viele von euch wisst, aber es gibt einen Haufen Leute da draußen. Ich glaube, diese Serie ist und wird wichtig, um den Leuten diese Downloads oder CDs zu verteilen. Musst du dir selber brennen. Aber einfach diese Downloads zu verteilen, weil Menschen noch so im Gesetz gebunden sind. Und weil sie einfach hören, das sind die Vaterhausregeln der Gemeinde. Die Vaterhausregel ist, seht, welche Liebe der Vater uns erwiesen hat. Das ist die Vaterhausregel. Amen. Und dass Menschen wirklich freigesetzt werden von auch Gesetzlichkeit. Denn die wahre Revolution der Gnade ist nicht einfach im Moment ist populäre Botschaft und jeder predigt ein wenig etwas über Gnade. Die wahre Revolution der Gnade ist, wir müssen das Gesetz und Gesetzlichkeit aus unserem Leben loswerden. Und wir wissen heute,
Einmal mehr. Warum? Wenn uns etwas gegeben wurde, wenn uns nie etwas gegeben wurde und wir bewegen uns darin, dann bewegen wir uns im falschen Bereich. Ha? Deswegen sagt Johannes, ein Mensch kann sich nichts nehmen, außer es sei ihm von oben gegeben. Und wenn wir uns etwas nehmen, das uns nicht von oben gegeben wurde, dann richten wir Schaden an. Dann richten wir Schaden an. Und so richten viele Menschen eben auch Schaden an, indem sie andere unter das Gesetz bringen und unter Gesetzlichkeit bringen. Sie nehmen sich etwas, das ihnen nie gegeben wurde. Sie nehmen die 10 Gebote und sie drücken es auf andere Menschen auf. Auf andere Gläubige, Brüder und Schwestern. Nein, ein Mensch kann nur etwas nehmen, das ihm von oben her gegeben wird. Es muss vom Herrn kommen. Amen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir die Schrift in die richtigen Verwaltungen unterteilen. Es ist Zeit des Glaubens. Amen. Halleluja. Lass uns aufstehen zusammen. Bist du nicht happy, dass Zeit des Glaubens ist? Zeit des Glaubens. Amen. Wo weißt du was? Jesus, our great commander ist. Und nicht das Gesetz. Nicht Hagar, sondern Sarah. Halleluja. Preis dem Herrn. Jesus, our great commander. Amen. He has won the victory. Praise the Lord. Halleluja. Lass uns das neue Lied nochmal singen. So toll, so cool.